Wir sind im Dortmunder Naturkundemuseum am Friedenbaum. Das hat am 27. September mit der Museumsnacht zum letzten Mal geöffnet, schließt dann für 2 Jahre, um gründlich saniert und umgebaut zu werden. Und auch inhaltlich wird sich viel verändern. Wir sprechen darüber mit Dr. Oliver Adrian, der stellvertretende Leiter des Museums. Herr Dr. Adrian, was wird sich in den nächsten Jahren hier tun? Ja, zum einen werden wir das ganze Gebäude sanieren, das heißt, die Barrierefreiheit soll verbessert werden, der Brandschutz muss angepackt werden, die ganze Technik hinter den Kulissen, Heizung, Lüftung, Elektrotechnik, das muss also alles erneuert werden. Das Haus macht von außen vielleicht noch einen ganz guten Eindruck, aber hinter den Kulissen soll die Technik doch relativ marode. Das heißt, der erste Schritt wird sein, das ganze Haus eben grundsätzlich zu sanieren. Und in einem zweiten Schritt werden wir dann die Dauerausstellung modernisieren. Die Ausstellung ist wie das Haus jetzt 34 Jahre alt, in dieser Zeit also nicht wesentlich verändert worden. Und da gibt es natürlich jetzt ganz andere Ansprüche von Seiten der Besucher her. Es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse her, sodass wir da so jetzt eine komplett neue Dauerausstellung gestalten werden. Was ist da so die Erkenntnis, die Sie dabei leitet? Was wird so der neue Leitfaden sein? Also wir möchten das Profil des Hauses schärfen, indem wir einen klaren regionalen Faden da reinbringen. Wir werden in Zukunft in der biologischen Ausstellung nicht mehr die Systematik in den Vordergrund stellen, die Systematik des Tierreiches, sondern wir werden eher eine ökologische Ausrichtung haben. Das heißt, wir werden Lebensräume darstellen und in diesen Lebensräumen kann man da sehr schön biologische Zusammenhänge erklären. Und auch bei der Erdgeschichte werden wir Schwerpunkte setzen auf die Erdzeitalter, die hier in Dortmund unter unseren Füßen tatsächlich noch zu finden sind, also abgelagert worden sind, und werden zwar einen Rundgang durch die ganze Erdgeschichte auch nach wie vor ermöglichen, aber eben klare Schwerpunkte auf die Bereiche, die wir hier in Dortmund finden. Inwieweit spielt die Museumspädagogik eine Rolle? Da hat sich ja auch viel verändert in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wie wird die Ausstellung dann auch für die Besucher erlebbar sein? Die wird auf jeden Fall vielfältiger sein. Momentan haben wir eine reine Vitrinenausstellung, die hat auch ihren Reiz, aber die Besucher sind natürlich heutzutage einen ganz anderen Umgang mit Medien gewohnt. Das heißt, die neue Ausstellung wird auch vielfältiger sein. Wir werden neben den Objekten, die wir nach wie vor in den Mittelpunkt stellen, werden wir Ergänzungen haben durch Computerterminals, wo man sich Hintergrundinformationen abrufen kann. Wir werden spielerische Elemente haben, wo Kinder mal was ausprobieren, was anfassen können. Wir werden akustische Elemente haben. Wir werden also vielfältige Medien einbringen in die Ausstellung und somit einfach ein vielfältiges Erlebnis und ein Erlebnis mit allen Sinnen ermöglichen. Was wird denn von den alten Dingen erhalten bleiben? Es gibt ja so ein paar Symbolfiguren im wahrsten Sinne des Wortes, zum Beispiel die Dinosaurier. Also von den besonderen Objekten werden wir natürlich vieles in Zukunft auch wieder zeigen. Wir werden den großen Dinosaurier, den Iguanodon, im Lichthof wieder zeigen. Wir werden so Objekte wie das Messeler Urpferdchen wieder zeigen oder das Thunfischskelett. Also viele der besonderen Objekte, die entweder besonders wertvoll sind, besonders ästhetisch sind, die eine besondere Geschichte haben und eine besondere Verbindung mit Dortmund oder den Bewohnern Dortmunds. Das wird also alles wieder zu sehen sein. Wir werden natürlich auch einige Objekte aus dem Fundus holen, aus den Archiven holen, die momentan nicht zu sehen sind. Und wir werden auch das eine oder andere neue Objekt anschaffen. Aber es wird also nichts entsorgt, sondern alles, was wir hier haben, wird also in der einen oder anderen Form auch im Hause bleiben, entweder in der neuen Ausstellung oder in unseren Archiven, in denen sich ja eh mehr als 95% unserer Sammlungsobjekte befinden. Können wir denn davon ausgehen, dass, wenn das Museum jetzt zur Museumsnacht 2014 schließt, dann zur Museumsnacht 2016 wieder eröffnet wird? Oder kann man noch keinen genauen Termin nennen, weil wir wissen, bei Baustellen kann es natürlich immer Verzögerungen geben. Also angestrebt sind 2 Jahre. Momentan rechnen wir damit allerdings erst mit November 2016. Die Wiedereröffnung zu machen, also nach der Museumsnacht 2016. Man muss allerdings dazu sagen, das ist wirklich ein großes Projekt, eine große Baustelle, wo viele Gewerke beteiligt sind. Da kann man es nie so genau sagen. Also zu dem jetzigen Zeitpunkt können wir tatsächlich kein genaues Datum der Wiedereröffnung nennen. Wir hoffen, dass wir es in diesem Zeitplan geschafft bekommen, aber es ist halt wirklich eine große Herausforderung und gewisse Unsicherheiten sind natürlich dabei. Und Sie und das Team, was machen Sie in den 2 Jahren? Also wir sind durchaus ausreichend beschäftigt in der Zeit, auch wenn wir keinen Besucherverkehr mehr haben. Wir versuchen halt zum einen durchaus auch für die Dortmunder Bevölkerung Angebote aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel wird gerade ein Konzept erstellt zum Thema Museum im Koffer, also dass Museumspädagogen mit einem Koffer voller Museumsobjekte in die Schulen gehen, in die Kindergärten gehen und da eben dann auch Programme durchführen können. Da werden wir die Schulen und Kindergärten dann auch bald darüber informieren, was wir uns da ausgedacht haben. Wir werden Exkursionen anbieten und vieles andere. Und zum anderen werden halt große Teile dieser Planung der neuen Ausstellung von uns selbst hier im Hause gemacht, von den Wissenschaftlern, von den Präparatoren, sodass wir also da genügend zu tun haben, auch wenn das Haus für Besucher geschlossen ist. Was wird es zur Museumsnacht dann Besonderes geben, zum Finale sozusagen?
Da haben wir dann ein ganz umfangreiches, buntes Programm. Schwerpunkt ist natürlich Kinder und Jugendliche, also für die sind die meisten Programmpunkte ausgerichtet. Das fängt an mit Basteltisch über Mikroskopieren von Teichlebewesen bis hin zu einem Puppentheater, was zwei Vorführungen hat. Für die Erwachsenenbesucher sind sicherlich Highlights zum einen ein Auftritt von Fritz Ekenga am Abend und im Anschluss daran ein Konzert einer schottischen Band, die also schottische und irische Balladen und Folksongs spielen wird. Und dazu gibt es dann auch noch eine Whiskybar passend zum Thema. Künftig soll ja auch ein Mammut eine besondere Rolle spielen. Wird das denn auch schon in irgendeiner Form am Samstag auftauchen? Am Samstag jetzt wohl noch nicht, aber es ist auf jeden Fall, wir sind guter Dinge, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen mit diesem besonderen Objekt. Das wird dann das große Highlight bei der Wiedereröffnung sein. Gut, vielen Dank.